Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Ein wenig stirnrunzelnd gehen wir nach Mexiko auf den amerikanischen Kontinent, nachdem wir zuletzt in Suzuka in Japan unterwegs waren und dort ein Rennen hatten, das ein wenig unter meinen persönlichen Erwartungen blieb, denn Japan ist so ein bisschen mit einem meiner absoluten Lieblingsstrecken, also Suzuka, und jetzt gehen wir auf eine meiner anderen absoluten Lieblingsstrecken, nämlich nach Mexiko. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier ein bisschen besser abschneiden. Allerdings begann das Training wieder ein wenig holprig und wir gucken mal, ob sich das auch im Qualifying fortgesetzt hat. Also aus der letzten Kurve heraus geben wir hier Gas ohne großen Traktionsverlust idealerweise und dann geht es auf diese ewig lange Start-Zielgerade. Und man sieht, dass der Kurvenausgang aus der letzten Kurve relativ ordentlich war, denn wir haben da ein paar Hundertstel im Delta und 343 haben wir, glaube ich, da sogar geknackt. Jetzt geht es rechts über den Curb, da halte ich mich sehr weit rechts, damit wir hier den Exit schön optimieren können. Da habe ich mich auch sehr weit links gehalten in der Linkskurve, also jeweils immer sehr, sehr weit außen anfahren und die letzte Kurve wurde gut optimiert. Der erste Sektor dementsprechend ganz gut, aber der war auch schon vorher ziemlich ordentlich. Jetzt die nächsten Kurvenpassagen, die schauen ja ganz okay aus. Die Doppelrechts, die war ziemlich gut, da habe ich ziemlich viel Schwung mit durchnehmen können. Und jetzt geht es hier durch die S-Kurven, auch hier wieder viel Schwung mitnehmen. Hier weit links halten, damit man hier rechts schön drüber kommt. Links auch ein bisschen weit über den Curb gefahren, allerdings noch innerhalb der Streckenbegrenzung rechts einen Ticken weit rausgekommen. Allerdings 2/10 Sekunden trotzdem im Delta. Und jetzt hier den Eingang im Stadion. Den haben wir gut bekommen. Und jetzt geht es ja auch aus dem Stadion wieder raus. Wieder durch die letzte Kurve. Man sieht vorne links der Reifen, der überhitzt wieder ein bisschen. Und insgesamt ist es eine Verbesserung von etwa 3/10. Und damit waren wir auf P12. Und damit habe ich mir gedacht, könnte ich doch mal ein paar Strafen in Kauf nehmen, denn das Getriebe musste ich so oder so wechseln. Das war schon ziemlich abgenutzt und wir gucken mal auf die Startaufstellung, wo wir denn letztlich waren. Da haben wir nämlich Lewis Hamilton auf der Pole Position vor Valtteri Bottas. In Startreihe 2 Charles Leclerc vor Daniel Ricciardo, aber der eigentliche Polesetter ist Sebastian Vettel mit Strafe auf 5 vor Perez, dessen Heim-Grand Prix hier stattfindet, vor Romain Grosjean. George Russell, starker Achter vor Stroll, Kubica, Gasly mit Strafe auf 11 vor Lando Norris und Devin Butler, Albon und dann bin ich schon auf der 15, denn Verstappen hat ebenfalls eine Strafe und irgendwie haben es einige Fahrer trotzdem geschafft, deutlich weiter hinter mir zu sein, obwohl ich eigentlich so ziemlich alle Motorenkomponenten getauscht haben dürfte. Ein bisschen komisch, aber hey, ich nehme das ganz gerne an. Passt schon irgendwie. Ja, passt schon irgendwie, denke ich mir auch bei diesem aktuellen WM-Stand. Wir haben nämlich insgesamt 150 Punkte gesammelt, damit sind wir so gesehen best of the rest. Schon häufiger thematisiert, also bis jetzt ein ordentlicher WM-Verlauf. Nicht zu missachten ist George Russell auf 13, krasser Boy mittlerweile. Und auch in Sachen KWM, da ist es relativ knapp zwischen McLaren auf P6 bis Williams auf P8. Williams nur 6 Punkte entfernt von McLaren und da kann sich noch einiges verändern mit McLaren, Renault und Williams. Und ja, mal schauen, ob da irgendwelche Positionsverschiebungen noch kommen in der KWM. Ich gehe schon davon aus, dass welche kommen, denn wir zum Beispiel, wir haben ein kleines Chassis-Upgrade gebracht. Das kam wenigstens durch im Gegensatz zum Aero-Upgrade. Das ist, glaube ich, jetzt schon das zweite oder dritte Upgrade die Saison, das scheitert. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall dann anschließend nochmal weiterentwickeln. Und das kostet uns mittlerweile schon sehr, sehr schmerzhafte Punkte, würde ich sagen. Denn hier sehen wir, Renault macht einen Riesensatz nach vorne. Auch Mercedes entwickelt weiter, andere Teams entwickeln ebenfalls weiter. Nur wir als Racing Point Team, wir bleiben da immer noch hinter McLaren, immer noch als viertschwächstes Fahrzeug. Mit dem Aero-Upgrade wären wir wenigstens jetzt das fünftschwächste Fahrzeug gewesen. Also wir hätten vielleicht McLaren überholt, aber Renault, die haben einen Riesensatz nach vorne gemacht und vielleicht war die Entscheidung von Verstappen zu wechseln Gold richtig. Das wird sich noch zeigen. Ebenfalls wird sich zeigen, ob meine Strategie hier Gold richtig ist, denn ich werde hier ein wenig mit einer Zwei-Stop-Strategie auf bessere Positionen hoffen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich wünsche viel Spaß beim großen Preis von Mexiko. Let's go!
schön vorbei an Antonio Giovinazzi. Also der echte Verstappen hätte hier gecovert. Da gab es eine kleine Berührung. Muss vielleicht kurz mal Pause drücken, damit ich mal gucke, ob die Festplatte ausreichend Speicherplatz hat. Wäre nicht das erste Mal, dass meine Festplatte dann irgendwann mal voll läuft. Mexiko eine Strecke, auf der ich auch unheimlich gerne fahre, auch schon einige Erfolge feiern konnte. Ich glaube, im Sauber habe ich hier im letztjährigen Spiel meinen ersten Rennsieg feiern können. So, und ich kann jetzt mal ein bisschen diesen Überschuss hier nutzen, um den Motor zu schonen und trotzdem direkt im Heck von dem lieben Herrn Butler zu sein. Ja, im Training fing es mal wieder ein bisschen schleppend an, ging allerdings irgendwann ein bisschen besser. Bei einer Sache war ich mir ein bisschen unsicher, nämlich bei den Flügeln. Da hatte ich mal einen relativ niedrigen Wert, mal einen relativ hohen Wert. Beides war relativ gleich schnell. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme irgendwas dazwischen. Für solche Situationen, da ist es natürlich perfekt, überschüssigen, also zu wenig getankt zu haben. Gute Formulierung könnt ihr heute vergessen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Oh! So, mal gucken, ob ich jetzt an einigen vorbeikomme. Butler schon mal überholt, sehr schön. Ich kann den Motor hier wieder komplett runterdrehen. So, vorbei an Lando Norris, auf geht's. Der
wollte da ganz vehement wieder zurück auf die Ideallinie. Dadurch sehr viel verloren. Gasly kämpft gegen sein ursprüngliches Team, alles klar. Gott, sind die Jungs hier langsam. Egal, dann haben wir viel zum Aufholen für später. Ist super. Und ich kann wunderbar Reifen schonen. Und auch ERS und Sprit sparen und so weiter und so fort. Ist ja eh alles ein bisschen mit berücksichtigt worden von mir, mit eingeplant, dass wir hier nicht so geschmeidig durchkommen werden. Wobei wir doch ein bisschen besser vorankommen, als ich dachte. Okay, gut, wir haben nur zwei Plätze gut gemacht, also naja. Aber trotzdem, geht weiter nach vorne. How to make a Doppelüberholmanöver. Jetzt ganz innen bleiben. Oh, gelbe Flaggen. Da ist ein Renault liegen geblieben, das ist Verstappen. Neue PB. Die andere Maus liegt leider ein bisschen weiter weg, deswegen muss ich gleich ganz, ganz kurz pausieren. Oh, da ist wieder... Hä? Achso, nee, das ist immer noch Max Verstappen. Okay. Wollte schon sagen, beide Renault. Ist ja fast wie in der Realität. An derselben Stelle. Ah, Lance Stroll vor mir. Weißt du, wenn sogar Lance Stroll gegen Gasly gewinnt, dann muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Perez und Ricardo. Schönes Ding. Zwei Stops hat er noch. Hoho. Sehr hart geführter, aber sauberer Zweikampf. Die ersten Fahrzeuge in der Box, Grosjean und Hamilton.
neue PB. Mal ein bisschen freie Fahrt endlich. Wobei ich in Kurve 1 ja George Russell vor mir hatte. Uiuiui, nicht gut. Reifentemperatur zu hoch. Konnte ich mir da fast denken. Nein, falscher Gang. George, lass mich bitte in Ruhe. Ja, ich habe hier leider eh keine Überholchance. Ich musste ein bisschen Ressourcen sparen. Oh Gott. Ja, ich verliere im Delta E Zeit. Insofern gebracht hat mir das definitiv nichts. Geh an die Box. Box, Box, Box. So, hier ist eine perfekte Stelle, kurz zu pausieren, sofort wieder da. So, perfekt. Ausreichend. Speicherplatz ist auf jeden Fall verfügbar. Let's go. Es ist krass, was für ein Vorteil die KI aus einer Runde frischeren Reifen oder aus einer Runde mit frischeren Reifen, so rum, zieht. Die Reifen halten sehr gut. Muss man sich erst mal dran gewöhnen. P13 wieder, ja, geht wieder in die richtige Richtung.
1,18,6. Und guck mal, bei mir liegt so gut wie gar nichts. George Russell direkt dran. Alter. Komm schon, Dave. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl auf den Reifen. Sag mal. Warum sind die plötzlich so grippig? Keine Ahnung, ey. So, ran an Lance Stroll. Alter, Russell mit der knallharten Dive-Bomb gegen Gasly. Ich hab ein komisches Force-Feedback auf den Curbs. Keine Ahnung, was da los ist. Hatte ich vorhin einmal, jetzt gerade eben wieder einmal. Halt nur sehr vereinzelt. So, traumhaft. So, endlich mal an den Grip gewohnt. Jetzt geht's ab. Bei der Dive-Bomb hat Russell aber auch jetzt über eine Sekunde Zeit liegen lassen. Ja, Stroll kann sich hier auf den Reifen ganz gut halten. Auf dem ersten Reifensatz hatte ich ja einen Vorteil, weil ich dort eine Runde frischere Reifen hatte. Ich hatte ja keine Quali-Runde drauf, die anderen schon. Und so gesehen zwei Runden, weil In- und Outlap gibt es ja auch noch bei den Medium-Reifen, bei den Quali-Reifen. Bei den Medium-Reifen habe ich jetzt keinen Vorteil mehr. Da kriegen alle dieselben aufgeschnallt. Eieiei, die sind zwar auch eine Runde jünger. Aber das zeigt sich bei Medium-Reifen nicht so stark. Vor allem in der Anfangsphase des Rennens nicht.
glücklicherweise haben die da hinten ein bisschen gefightet jetzt. Oh, damit habe ich die alle aus dem DRS-Fenster rausbekommen. Jetzt gucken wir mal, was meine Zielzeiten so sind. Merken wir uns 6,3 Sekunden. 18,6. 18,6, das bin ich in meiner schnellsten Runde gefahren. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, was mit Perez los ist. Das ist halt echt... Also, sind die überall so overpowered oder ist es nur in meiner Karriere so, dass Racing Point, zumindest die KI bei Perez, dass es overpowered ist, dieses Team oder dieser Fahrer oder was auch immer, ey. Ach, mir fehlt der vierte Gang, dritte Gang. Nee, hä? Habe ich doppelt geschaltet? Nie und nimmer. Okay, mir fehlt doch kein Gang. Ich habe auch ein frisches Getriebe. Lang lebe der Sommer, ey. Wieder irgendwelche Fruchtfliegen hier am Start. Ich muss langsam wirklich meinem Helm hier fahren. George Russell ist auch so overpowered, ey. Unfassbar. Danke für diese sehr offensichtliche Nachricht, Jeff. Wir haben meine Position verloren. Nee! Wirklich?
Boah, Alter. Können Käfer einem bitte wirklich nicht unmittelbar ins Sichtfeld fliegen? So von nächster Nähe. Käfersituation ist in Mexiko ja noch schlimmer als auf anderen Strecken. Ich hoffe, die Bilder sind wenigstens lustig. Wenn sie mir schon ein gutes... Oh Gott, ey, was mache ich hier? Wenn sie mir schon ein gutes Ergebnis verwehren, dann soll es wenigstens lustig sein. Ey, sorry, Leute, gerade eben... Jetzt gerade läuft überhaupt nichts irgendwie. Es ist halt so unerwartet. Manchmal lenkt das Auto ziemlich gut ein. Manchmal überhaupt nicht gefühlt. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe 102 Grad vorne links. Warum lenkt das Auto... Okay, das ist der rechte... Okay, gut, das ist der rechte Reifen, der da belastet wird und der da nicht überhitzen darf. Na egal, trotzdem. Irgendwie finde ich es seltsam alles. Vielleicht ist es auch nur der Racing Point. Wir haben es in Japan gesehen, das Auto lässt sich nicht so geil fahren, muss man halt sagen. Im Mercedes sind wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer, wie das dann ausschaut mit der Performance von mir auf solchen Strecken, wo du halt teilweise sehr technische Kurven hast, sowas wie S-Kurven oder so. Irgendwo muss er ja Nachteile haben, wenn er in Sachen Topspeed das Nonplusultra ist. Okay, ganz ruhig weiter pushen. Meine Perez hat fast Boxenstopp zu mir gut gemacht. Klar, ich bin von 15 gestartet, eher ziemlich weit vorne, aber trotzdem. Heieiei. So, toi 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 auf einen guten letzten Stint. Weiß nicht, irgendwie... Die Strecken, wo ich früher Probleme hatte, Silverstone zum Beispiel, die laufen mittlerweile ziemlich gut. Die Strecken, wo ich richtig gut war, Suzuka oder Mexiko, da habe ich jetzt Probleme. Irgendwas ist da komisch, aber ich muss das Beste jetzt draus machen. Mal gucken. Vielleicht war das auch nur so ein Reifensatz, den ich vielleicht
falsch angefahren bin, der mir einfach nicht gelegen hat oder so. Irgendeine Phase des Rennens, die mir nicht entgegenkam. Mal gucken, ob ich jetzt auf diesem Reifen besser zurechtkomme. Ich meine, am Anfang des letzten Stints sah es ja ganz gut aus. Vielleicht ist es ja auch was, was mit dem Abrieb zu tun hat. Gelbe Flaggen. Nicht Sergio, nicht bei seinem... Okay, gut, das ist der Renault. Virtual Safety Car. Mhm. Oh, Russell. Harte Reifen. Okay, krass. Damit sind aber beide Renault tatsächlich raus. Moin, Daniel. Tut mir leid. Renault hat einen riesen Satz nach vorne gemacht als Team, also die sind, was die Performance angeht, eigentlich dritte Kraft. So ganz umgesetzt kriegen die das noch nicht, aber ich durfte ja echt überraschend nah ranfahren am Ende des VSC. Geht ein bisschen besser, aber so richtig wohl fühle ich mich mit dem Auto dennoch nicht. Das, obwohl ich eigentlich genug Downforce dabei haben dürfte. In dieser Runde gibt es wahrscheinlich eh noch keine Überholmanöver. Ich warte, bis Russell den Haas angreift. Da ergibt sich sicher irgendwas draus. Russell kommt eh nicht weg vom Haas. Er hat keinen Windschatten. Trotz DRS komme ich da deutlich näher, also von ihm DRS. Schon mal lieber. Na komm schon, wir müssen noch Butler einholen, Mensch. P7 ist hier noch drin. Geht's.
Das Ding ist halt, ich habe immer noch Übersteuern im Auto. Man könnte das natürlich irgendwie ein bisschen bekämpfen, indem man halt sagt, hey, ich fahre mehr Frontflügel. Das wäre so die simpelste Bekämpfung des Untersteuerns. Das große Problem ist halt nur, dass du dann in den schnellen Kurven auch gerne mal ein sehr unruhiges Fahrzeug bekommst. Das hier aus der Bahn gerät. Egal was war, volle Konzentration jetzt. ...1.18.2 fährt Butler. ...1.17.9. Okay, wird schwierig. Egal, nehme ich mir als Ziel und probiere ranzukommen. S-Kurven waren recht geschmeidig, die erste Kurve, die Linkskurve nicht. Warum schalte ich teilweise zwei Gänge runter? Ich verstehe das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade vom vierten in den zweiten runtergesprungen bin. Okay, ich war zumindest ein bisschen schneller als Butler, glaube ich. Okay, 201. Nicht wirklich. Ich komme da, glaube ich, kaum ran. Das war eine Runde, wo ich mal wirklich zufrieden war mit der Pace oder mit der Linienführung. Und trotzdem komme ich da nicht wirklich näher. Das Ding ist, ich war auf dem Rest der Runde ja auch ziemlich flott, nur im ersten Sektor verliere ich unheimlich viel Zeit. Hatte ich in meiner schnellsten Rennrunde denn auch DRS? Scheint halt so, ja. Sonst könnte ich da niemals 7/10 verlieren. Ich muss mich einfach ein bisschen mit dem Racing Point erstmal abfinden. Ja, so wirklich warm bin ich mit dem Auto noch nicht geworden. Und ich glaube, das werde ich auch nicht.
wie gesagt, ich bin auf den Mercedes gespannt. Und danach werden wir uns ja nochmal eine Red Bull-Karriere zur Gemüte führen. Da bin ich auch schon mal auf die Red Bull-Fahrzeuge gespannt. Der Red Bull Honda wird wahrscheinlich ein Traum. Egal was ich mache, Butler ist immer 1, 2, 3 Zehntel schneller. Immerhin bin ich schneller als Russell und damit holen wir P8 nach Hause. Und das von P15 aus ist relativ okay. Perez war heute uneinholbar. Ich glaube, da stimmen wir irgendwie alle überein. 1,18,7. Warte mal. 1,18,7? ...15,4 Sekunden kam eine Zehntel näher. Gucken, ob das für den Rest des Rennens auch so bleibt. Wäre natürlich jetzt geil, schneller zu sein als Perez, zumindest für die letzten vier Runden. Ja, sonst fahre ich ja am Limit, aber Devin Butler, der ist einfach einen Tacken schneller. Mit diesem Reifensatz bin ich sogar noch ein bisschen zufriedener, aber ich weiß nicht. Entweder es ist so ein bisschen noch dieses Untersteuern, was bei der F1 2019 Fahrphysik drin ist, womit ich noch nicht ganz klar komme. Ich dachte, ich täte es. 15,7 Sekunden, jetzt war er doch schneller. 1,18,9. Nee, war er nicht. Hä? Oder bin ich eine 19er Zeit gefahren? Wirklich? Ja, also entweder das ist das Untersteuern, wo ich eigentlich dachte, ich käme damit schon klar. Vielleicht ist es nur das Auto, vielleicht ist es irgendwas am Setup. Muss auf jeden Fall noch an irgendwas arbeiten. In Season 1 jetzt wird sich noch nicht so viel ändern, denn ich bin gerade sehr eingespannt bei verschiedenen Projekten. Aber ab Season 2 wird es dann interessant. Inklusive in den Ligen. Da wird es auch sehr lustig. Jetzt habe ich gerade auf jeden Fall was bemerkt. Ich muss gleich die Kontakte mal säubern. Das Auto hat einfach Gas gegeben und ist geradeaus gefahren. Keine Ahnung, was da los ist. Habe ich mal abgekürzt. J,
Ja, ansonsten leider die letzten Runden ein bisschen ereignislos, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem viel Spaß gemacht hat. Wir sehen vor allem wieder George Russell, der hier gerade die Red Bull besiegt. Und wir verlieren nur minimal zum Teamkollegen. Immerhin Trost, dass ich einigermaßen hier auf Pace bin. Und jetzt habe ich kein DRS. Na, schade. Dann kann ich Butler ja nicht mehr überholen. Ja. Gasly und Russell, das wird noch lustig. Hamilton gewinnt das Ding. Mal wieder. Ist ja schon Weltmeister, also eigentlich könnte er jetzt auch mal die anderen ranlassen. Ja, also mittendrin in der Season hat man immer und immer wieder Momente, wo ich dachte, hey, das wird super easy, Hamilton auf Augenhöhe zu begegnen. Hier wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden im nächsten Jahr. Und das, obwohl ich Mexiko eigentlich liebe. Strecke liegt mir super, aber hey. 4 Punkte. Wir nehmen mit, was wir können. Und damit, ja, punktet das Racing Point Team wieder ein bisschen. Unter den Erwartungen, die ich persönlich an dieses Wochenende gesteckt hatte. Zumindest, wenn ich von den vergangenen Spielen ausgehe. Vielleicht muss ich mich von dem Gedanken schlicht und ergreifend ein bisschen trennen. Weil F1 2019 schon irgendwie anders gebalanced ist, ja. Ich meine, wir haben ja auch schon, es ist ja nicht so, dass ich nur Rennen hatte, die unter meinen Erwartungen geblieben sind. Zwischendurch hatten wir ja Rennen, wo wir dachten, hey, wir müssen den Schwierigkeitsgrad unbedingt hochdrehen. Erinnert euch zurück an Silverstone zum Beispiel oder an Österreich. Gut, Österreich lief auch in den vergangenen Spielen immer sehr gut. Ist auch eine Strecke, die ich sehr gut beherrsche. Aber nehmen wir mal, keine Ahnung, Silverstone, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Bisschen awkward gerade, aber Silverstone ist ein gutes Beispiel. Australien ist auch ein gutes Beispiel, denke ich. Da hatte ich in den vergangenen F1-Spielen immer wieder ein paar Probleme. Jetzt lief es super in diesem Spiel. China hatte ich hier im Spiel Probleme. In F1 2019 lief vorher gut. Wo hatte ich noch Probleme und wo es zuvor gut lief? Mexiko, Japan, Spanien. Keine Ahnung. Irgendwo fehlt ein bisschen Pace immer. Irgendwo fehlt sie. Muss irgendwas noch machen. Nur was genau? Das werden wir bald ergründen. So. Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Also Haas mit P6 und P7. Renault kann die neu gewonnene Pace im Rennen nicht umsetzen. Beide Fahrzeuge scheiden aus. Russell holt sich hinter Gasly dann den letzten Punkt. Gasly mit 2 Punkten damit immerhin für Red Bull. Und Lance Stroll wäre zwar eh nicht in die Punkte gekommen, aber rutscht durch die 5-Sekunden-Strafe von 11 auf 14 ab. In Sachen Fahrer-WM, boah, da sind wir bei 154 Punkten. Da kann man natürlich nicht meckern. Natürlich überlege ich trotzdem, wo ich noch Performance finden kann. Denn das tun Rennfahrer. Ja. Max Verstappen bei 98 Punkten. Gut, das täuscht jetzt so ein bisschen drüber hinweg. Er ist ja eigentlich bei Red Bull gewesen. Daher konnte er die Punkte holen. Ja, George Russell zieht vorbei an Lukas Weber. Krass. Und in Sachen KWM haben wir McLaren immer noch 4 Punkte. Vor Renault, da hat sich nichts geändert und Williams rückte einen Punkt näher. Das wird, glaube ich, nochmal zum Finale hin spannend. Ja, ihr Lieben, ansonsten hoffe ich, auch wenn es zum Ende hin, wie gesagt, nicht ganz so spannend war, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich glaube, ich habe da, ja, im Rahmen dessen, was ich heute rausholen konnte, das Beste rausgeholt. Vielleicht kann ich zum nächsten Mexiko-GP nochmal Pace finden. Ich würde es auf jeden Fall sehr cool finden. Ich habe halt super viele Setup-Änderungen gemacht, habe halt trotzdem keinen Effekt gemerkt. Irgendwie
passt es trotzdem nicht. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht beim nächsten Mal, wie gesagt. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, haut gerne einen Daumen nach oben raus. Gerne auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ansonsten würde ich sagen, hey, wir sehen uns demnächst wieder bei F1 2019. Morgen glaube ich noch nicht, aber vielleicht übermorgen. Mal gucken. Oder vielleicht morgen. Mal schauen. Auf jeden Fall sage ich, haut rein. Bis dann, ihr Lieben.